Zuerst möchte ich zeigen, wie JavaScript ins HTML-Dokument hineinkommt und wie du in den DevTools schauen kannst, ob es da ist und was es tut. Ich habe ein neues HTML-Dokument, es steht noch nichts drin. Ich schreibe das Ausrufezeichen und vervollständige mit der Tabulator-Taste. Und dann lösche ich einige Dinge, die ich nicht brauche. Etwa so. Und dann schalte ich den Server an. Und jetzt habe ich hier eine Vorschau meines HTML-Dokumentes, die live neu geladen wird, sobald ich etwas abspeichere. Ich kann ja hier etwas schreiben, damit man etwas sieht im Browser. So. Und dann schreibe ich Script, Tabulator-Taste. Und hier gibt es jetzt die Möglichkeit, ein JavaScript-Dokument, eine Datei, die auf JS endet, mit diesem Source-Attribut einzufügen. Etwa so. Und dann bräuchte es diese Datei. Das werde ich hier nicht tun, sondern ich mache hier einige Umbrüche und ich kann jetzt zwischen diese Script-Tags direkt JavaScript ins HTML-Dokument schreiben. Du musst einfach beachten, dass diese zwei Script-Tags vor dem schließenden Body-Tag stehen. Und etwas Leichtes, was ich tun kann, um zu prüfen, ob mein JavaScript funktioniert, ist die Funktion console.log. Und da kann ich etwas schreiben, das nachher in den Developer Tools gelesen werden kann. Ich könnte hier zum Beispiel Guten Tag schreiben. Und wenn ich die Developer Tools öffne, normalerweise benutzt du ja den Inspektor, aber es gibt hier noch eine Konsole. Und das ist die, die hier mit diesem Console-Log angesprochen wird. Und es gibt hier verschiedene Dinge, die in dieser Konsole ausgegeben werden können. Warnungen, Fehler und andere Dinge. Ich musste hier Logs anschalten, damit ich das sehen kann. Und dann steht hier Guten Tag. Und wenn ich hier das kopiere, kann ich noch weitere Dinge hier hineinschreiben. Und ich sehe, wenn es neu geladen wird, hier Guten Tag und Hallo. Es gibt hier noch weitere Fehlermeldungen oder Warnungen, die von diesem virtuellen Server verursacht werden. Das ist nicht so wichtig. Man kann hier auch auf den Papierkorb drücken. Naja. Man muss halt zum Teil ein bisschen suchen, um das Zeug zu finden. Auf jeden Fall kannst du so mit diesem Console-Log-Befehl Dinge in diese Konsole hineinschreiben in den DevTools. Und das hier bringt nicht so viel. Man sieht zwar, dass etwas passiert, aber interessant ist dann zum Beispiel, wenn du Variablen hast und nicht sicher bist, ob die die richtigen Werte enthalten, dann kannst du diese Variablen, den Inhalt dieser Variablen hier ausgeben. Das ist dieser Console-Log-Befehl. Also, JavaScript kann direkt in HTML-Dokumente geschrieben werden. Es braucht dazu diese Script-Tags. Die Script-Tags stehen immer vor dem schließenden Body-Tag.
und es sollte danach nichts mehr kommen. Also keine weiteren HTML-Elemente. Und es ist möglich, dem Script-Tag mit dem Source-Attribut einen Pfad zu geben, zum Beispiel einen Dateinamen. Und dann eine Datei mit JavaScript, eine separate Datei mit JavaScript in diesem HTML-Dokument zu laden über dieses Source-Attribut. Und auch hier kann ich sagen console.log hallo von dieser anderen Datei. Und du siehst, hier in der Konsole wird das sauber ausgegeben, also dieses JavaScript wird geladen.